Warum werde ich mein Gewicht nicht los? Teil 1. Ihr Lieben, viele von uns haben ja das Problem, dass ab einem gewissen Lebensalter hier diese Rollen sich so ansammeln und sie nicht mehr so einfach wie früher mit 14 Tagen Sport dann auch einfach wieder verschwinden und das Ganze wieder straff ist. Und dann fragt man sich, warum eigentlich? Warum werde ich mein Gewicht nicht los? Habe ich jetzt wirklich einen schleppenden, einen langsameren Metabolismus, einen langsameren Stoffwechsel? Hat das mit dem Alter zu tun? Nein, in der Regel hat es nicht mit dem Alter zu tun, sondern mit verschiedenen Faktoren, über die ich sprechen möchte. Und heute möchte ich sprechen über die Übersäuerung des Körpers. Denn viele von uns haben einen Lifestyle mit chronischem Stress, mit nicht immer ganz gesunder Ernährung, mit viel Kaffee oder auch mal mit Alkohol und mit vielen anderen Dingen, die den Körper übersäuern. Und ein übersäuerter Körper muss irgendwann die Säure festhalten und speichern, denn wenn zu viel Säure im System unterwegs ist, würden unsere Organe geschädigt werden. Denn der pH-Wert in unserem Blut, der ist in einem sehr engen Bereich streng reguliert. Und wenn es da Richtung zu viel Säure geht, dann würde es zu Schädigungen des Körpers kommen. Und deswegen lagert unser Körper die Säure im Fettgewebe ein, hält sie dort fest und schützt dadurch unseren Körper. Das heißt, ein Tipp, um das Gewicht dann auch wieder loszuwerden, ist es, den Körper basisch zu machen, wirklich von der Übersäuerung wegzukommen, einen alkalischen Lifestyle zu leben mit einer Ernährung, die basisch ist, mit zum Beispiel Super Greens und Smoothies, grünen Smoothies, die uns helfen, den Körper basisch zu machen, mit Basensalzen, Elektrolyten, die eingenommen werden, mit Basenbädern, mit ausreichend Sport natürlich, was auch hilft, um Säure auszuscheiden und all diesen Dingen. Und vor allen Dingen, wenn man auch konsequent mal Basenbaden durchführt über eine Weile, wird man sehen, dass die Funde ganz von alleine purzeln, ohne dass man irgendetwas anderes verändert.